Hallo, das ist die 100. Folge von Erklär mir die Welt und die dauert um einiges länger als sonst und das liegt daran, dass ich wahrscheinlich einen der Österreicher mit dem größten Allgemeinwissen überhaupt eingeladen habe, aber hört euch das einfach selber an. Es dauert am Anfang ein bisschen, bis die Folge an Fahrt aufnimmt, aber ich fand es extrem interessant und habe am Ende sehr viel Neues gelernt. Zuvor aber noch Danke an Sonja, eine neue Fördererin. Du bist meine persönliche Heldin, denn du machst gemeinsam mit über 170 anderen Menschen möglich, dass es schon 100 Folgen Erklär mir die Welt gibt. Ich freue mich auch auf die nächsten 100 und danke euch allen für eure Unterstützung. Das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Projekt und ich habe viele Pläne für die Zukunft und für die nächsten 100 Folgen. Darüber aber ein anderes Mal. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Iran und meinen eure Fragen dazu beantwortet Bert Fragner. Hallo. Ja. Bert, bevor wir anfangen, wer bist du überhaupt? Wer bin ich? Das ist eine gute Frage. Und hilft fürs Weitere. Ich habe vor langer Zeit, und zwar Anfang 1960, daraus ergibt sich, dass ich in vorgerückten bin, ja, habe ich begonnen an der Universität Wien, unter anderem, weil mich das alles sehr interessiert hat, Orientalistik zu studieren. Ja. Ich wusste nicht genau, was es ist. Eigentlich wollte ich auch Mineralogie studieren, das habe ich eher gewusst, was es sein könnte, aber ich war da sehr unbelegt. Jedenfalls letzten Endes bin ich in die Orientalistik hineingerückt und dort hat man begonnen, Arabisch zu lernen, vor allem Türkisch zu lernen, auch Persisch zu lernen. Interessanter war von den Sprachen, ja, das ist meine erste Sprache, in die ich eingestiegen bin. Es ist auch von den drei genannten wahrscheinlich die leichteste Sprache fürs Erste. Ja. Und so bin ich reingekommen, habe dann irgendwann einige Jahre darauf, bin ich der Auffassung gewesen, dass ich jetzt unbedingt in die Gegend, wo diese Sprachen, die ich lerne, gesprochen werden, dass ich da hin muss, denn ich war es leid, Sprachen so zu lernen, wie wenige Jahre davor in meinem Lateinunterricht im Gymnasium. Ne? Und da hat es mich nach Iran verschlagen. Es hat sich die Gelegenheit gegeben, dass ich dort nicht nur ein Stipendium für ein Jahr bekommen habe, sondern dann auch, so eine lange Geschichte, eine, die ich jetzt nicht erzählen werde, einen Job, das heißt, ich war eben alles in allem, bin ich 5 Jahre lang in Teheran gewesen, habe dort dann meine Dissertation geschrieben, bin zurückgekommen und habe dann schon Ende 1970 an einer Universität in Deutschland auf einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle sozusagen mein zukünftiges akademisches Leben zu gestalten begonnen. Ja. Bin später dann Professor für Iranistik an der Freien Universität Berlin geworden, 1985, und bin Ende 89 an eine kleine Universität gekommen, nach Bamberg, und das hat mir die Gelegenheit gegeben, das Fach Iranistik so gemeinsam mit anderen so zu entwickeln, so auszubauen, wie ich mir das im Laufe der Zeit vorgestellt habe. Und bin dann letzten Endes 2003 nach Wien zurückgekommen, nachdem ich also hier insgesamt 38 Jahre lang nicht gelebt habe, nach Wien zurückgekommen und habe dann für die darauffolgenden 6 Jahre ein neu zu gründendes Institut für Iranistik an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften geleitet. Das Institut gibt es nach wie vor und mein Nachfolger, Florian Schwarz, führt dieses Institut zurzeit mit großem Erfolg und ich schaue dann ab und zu auf die vielen Dinge zurück, die ich erlebt habe bis heutzutage. Schön, also du hast dich schon sehr viel mit dem Iran beschäftigt. Ich glaube, viele meiner Hörerinnen und Hörer noch gar nicht. Vielleicht fange ich mit der Frage an, warum sollte ich mich überhaupt für den Iran interessieren? Man sollte sich eigentlich für alle Länder der Welt, für alles und für alle, nicht nur Länder, für Landschaften, für alles, was es in unserer Welt gibt, sollte man sich interessieren. Die Welt ist es wert, dass man sich
für sie interessiert. Ja, man soll eigentlich nicht nach meinem Dafürhalten nicht nur zweckorientiert, ich bezwecke damit dieses und jenes, sondern es ist interessant, so vieles wie möglich kennenzulernen. Es wird euch letztendlich helfen, dann größere Zusammenhänge, nicht nur eingleisig, ja, und nicht nur von zwei Polen her zu sehen, der will was, jener will was und so weiter zu sehen, sondern Phänomene in große Zusammenhänge zu bringen. Und da ist Iran hochinteressant. Fangen wir vielleicht historisch an, um uns dem Land zu nähern. Wenn man an den historischen Iran denkt, dann fällt einem sofort das Wort Persien ein. Das Wort Persien. Persien ist in unserem Sprachgebrauch ein anderes Wort für Iran, ja, als heute für Länderbezeichnung. Und ich stehe auch nicht an, von Zeit zu Zeit von Persien zu sprechen. Ich ziehe es beispielsweise vor, die Sprache, die heutige Nationalsprache Irans, Persisch zu benennen und nicht, was manche Leute sagen, Farsi. Das heißt, auf Persisch heißt Persisch Farsi. Aber wir sagen ja im Deutschen auch, wenn jemand Italienisch lernt, dann sagt er, ich lerne gerade Italiano. Ja, so Italienisch. kann man unaufgeregt das herkömmliche Land benennen. Persien geht zurück auf eine Bezeichnung in der Antike. Die alten Griechen, der Klassik, ja, hatten das, was in Iran so war, so genannt, ja, benannt nach einer Provinz im iranischen Hochland, nördlich des Persischen Golfes, ja, die bis heute Fars oder Pars heißt, und daraus haben die Griechen dann Persis formuliert, ja. Und dadurch ist über die Griechen, ist sozusagen aus einer Provinzbezeichnung eine bei uns übliche Landesbezeichnung geworden. Für die Griechen war das sehr wichtig, weil das damals entstandene persische Großreich, ja, später an den nationalistischen Iraner gesagt, ja, das wäre das erste Großreich der Weltgeschichte, soll sein, das ist jetzt nicht mein Punkt. Ja. Jedenfalls, dieses persische Großreich ist für die Griechen wichtig gewesen, weil zweimal von persischer Seite versucht wurde, Griechenland diesem Großreich, dem Weltreich, anzugliedern. Was im Fall von Ägypten beispielsweise gelungen ist, in einigen anderen Fällen, bei den Griechen ist es nicht gelungen. Für die Perser war Griechenland ein sehr randständiges Gebiet, irgendwo weit an der Peripherie. Geht's, ist gut, geht's nicht, ist es nicht gut. Für die Griechen war natürlich die persische Bedrohung die haben das sehr zentral erlebt, ne? Und hauptsächlich erlebt, so dass unser Bild in Europa lange Zeit so gestaltet war, dass man eigentlich aus der griechischen Sicht her das alte Persien immer als eine große, leicht dämonisierte, aber auch irgendwie leicht verzauberte Eigenwelt gesehen hat, ne, die dem entgegengestanden ist. Also Persien war irgendwann mal ein großes, wichtiges Reich. Persien war nicht nur einmal ein großes Reich. Persien tatsächlich ist, sagen wir, in der Zeit vor Alexander dem Großen, ja, also weit zurückgegeben. Ja. Wann war das circa? Also ich sage jetzt, sagen wir mal, Alexander war noch vor 300 vor, aber jedenfalls in Iran können wir sagen 600 vor Christus, 500 vor Christus, da ist dort tatsächlich ein Reich entstanden, das von Mittelasien, also aus dem vom heutigen Usbekistan, von den Grenzen des Flusses Amudarya, also von den als Grenze des Flusses Amudarya und darüber hinaus gehabt hat, über den heutigen Irak, Mesopotamien, Syrien, Kleinasien, ja, größere Teile Anatoliens, Kaukasus, ja, bis über Afghanistan, bis an die Grenzen von Indien, ja, und eben bis Ägypten gereicht hat. Das war also ein großes Reich, ja, ein Landreich. Und es fehlt uns, und das ist vielleicht wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, und das macht Persien aus oder Iran für lange Zeit. Ja. Dieses Land ist eine der hauptsächlichen Durchlaufstrecken von dem gewesen, was bei uns dann später und heute immer noch bekannt ist, als ein Schlagwort ist, die sogenannte Seidenstraße. Ohne Iran, ja, ohne Iran würde ein wichtiges Segment in der Verbindung, wenn wir wollen, vom Gelben Meer, also
vom Pazifischen Ozean, von der chinesischen Küste bis an die östliche Mittelmeerküste, würde fehlen. Und dieses Großreich Iran, ja, hat natürlich auf diese Art und Weise dazu beigetragen, diesen Seidenstraßeneffekt aufleben zu lassen. Das heißt, über Iran sind Kontakte zwischen der Welt des Mittelmeers, der mediterranen Welt und der fernöstlichen Welt Chinas entstanden, die zu kulturellem Austausch geführt hat, zu Informationen geführt hat, dazu geführt hat, dass eine ganze Reihe von Nutzpflanzen den Weg ins Europäische gefunden haben, beispielsweise Spinat ursprünglich irgendwie aus Westchina kommend, ja, ist dann zu uns gekommen und hat heute noch seinen persischen Namen, ja. Ispanak war der Name, den die Perser gegeben haben. Da gibt's einige, da könnten wir einige solche Beispiele heranziehen. Und wenn ich jetzt die Geschichte des Großen Reiches hernehme, kann man dann sagen, Österreich hat was mit dem Iran gemeinsam und auch mal ein großes Reich jetzt ein. Das hat was gemeinsam, nur was bei uns Jahrhunderte sind dort irgendwie Jahrtausende. Und das macht wirklich was aus. Also das erste persische Großreich ist schon mit den Feldzügen von Alexander dem Großen, wie gesagt, vor 300 vor Christus ist es zusammengebrochen. Aber das Reich von Alexander, ja, das den sogenannten Hellenismus begründet hat, ja, dieses Reich war eigentlich zu größeren Teilen inhaltlich eine Kopie des alten iranischen Großreiches. Und auf iranischem Boden ist gegen Ende des Römischen Reiches, ja, also mit dem Zusammenhang des Römischen Kaiserreiches, Anfang des dritten nachchristlichen Jahrhunderts, wieder ein neues Reich entstanden, die sich so gar nicht so genau erinnern konnten, was da früher einmal schon an Reich da gewesen ist. Das war eine ganz wichtige Sache. Und dieses Reich, ja, müssen wir uns vorstellen, ist im siebten Jahrhundert, ja, also in der Zeit grob gerechnet zwischen 630 und 650, ja, damals überrannt worden, ja, von arabischen Stämmen getragenen, von einer neuen Religion, einer neuen politischen Bewegung, dem sogenannten Islam. Und das hat dazu geführt, dass in den ersten 6 Jahrhunderten des Islams im Grunde die mediterrane Welt von Spanien, also von der Iberischen Halbinsel, bis tief ins Innere Zentralasiens ein einziger großer Kultur- und vor allem auch Wirtschafts- und Austauschraum gewesen ist. Ja, in der Islamisierung ist Gibraltar im gleichen Jahr islamisch geworden wie Samarkand. Ja? Und man konnte damals 400 Jahre lang mit einer Währung, mit einer kompatiblen vormodernen Währung auf Silber- und Goldbasis, ja, konnte man Wirtschaft treiben. Das musste Euro erstmal hinkriegen. Ne? Wie hat der Iran sein jetziges Gebiet bekommen? Also wie ist aus dem Großen Reich ein Nationalstaat geworden? Das ist eine lange Geschichte. Iran hat sich in islamischer Zeit dann als Gesamtstaat so nicht gehalten, aber in seinen Teilen, ja, West-Iran, Ost-Iran, Süd-Iran und so weiter, das hat sich überlebt. Ja? Das hat also die vermeintliche Auflösung im sogenannten islamischen Kalifat des Mittelalters hat Iran überlebt. Es hat eine eigene Sprache gegenüber dem Arabischen, eine eigene Sprache weiterentwickelt oder parallel zum Arabischen, ja? Eine eigene Sprache weiterentwickelt. Das ist anderswo nicht so eindeutig abgelaufen. In Ägypten, einem anderen antiken Großreich, ja, sind die Spuren des Altägyptischen in der ritualen Sprache der ägyptischen Christen, der Kopten. Ja. Da steckt auch das Wort Ägypten drin. In Kopten, koptisch ist also ein später Rest des alten Ägyptischen. Aber die heutige persische Sprache, ja, ist ein unmittelbarer Nachfahre oder Nachfahrin, ne, des Altpersischen, des alten großen sogenannten Achämenidenreiches, ich will die Dynastienbenennungen weglassen, ja, und lebt weiter und hat sich im Gewand der arabischen Schrift eingepasst in eine islamisch geprägte Großzivilisation, ja, hat sich die persische Sprache als eine der reichsten, quantitativ der reichsten Literatursprachen entwickelt.
deren Einfluss über Iran hinausgegangen ist. Ja, das ist in der frühen Neuzeit, also noch bis vor 300 Jahren, ist Persisch die wichtigste Verkehrssprache Indiens gewesen, ganz Indiens gewesen. Ja? Persisch war eine wichtige Verkehrssprache in das Zentralasiatische hinein, die sehr viele Völker, die türkische Sprachen gesprochen haben, haben sich immer wieder am Persischen orientiert. Selbst das Osmanische, also die Sprache, die Verwaltung und Staatssprache des Osmanischen Reiches ist voll von persischen Einflüssen und haben sehr viele Elemente kopiert. Das heißt, das hat sich immer wiederum erneuert. Iran ist einmal, das ist bemerkenswert, im 13. Jahrhundert von den mongolischen Kriegern unter der Führung von Genghis Khan erobert worden. Ja, die Mongolen hatten damals Russland erobert, Osteuropa und sind bis einseitige Ungarn, ja, bis wieder Neustadt vorgedrungen, ja. Und sie haben auch unter anderem Iran unterworfen und haben auch China unterworfen. Das mongolische Weltreich war zu seiner Zeit im 13. und 14. Jahrhundert eines der größten Reiche der Welt. Als dieses in seine Teilreiche sich aufgelöst hat, ist auf einmal Iran wieder dagestanden. Und was hatte Iran aus diesem Ganzen, aus den damit verbundenen Zerstörungen und so weiter, am Positiven mitgebracht? Kontakte zu China, Kontakte zu Russland, Kontakte zu Europa und Iran. Da mitten im Ganzen drinnen hat das alles weiter gemanagt. Das heißt, Iran hat wiederum seine Schlüsselposition in dieser Seidenstraßenkultur, in dieser nicht nur Asien, sondern auch Europa erfassenden, manche sprechen von eurasischer Zivilisation, hat Iran eine wichtige Position gehabt, die aufgelöst worden ist oder deren Bedeutung rückläufig geworden ist, eigentlich erst mit dem Aufkommen, allmählich rückläufig geworden ist, nicht mit einem Schlag, mit dem Aufkommen der westeuropäischen, atlantischen und transatlantischen Seefahrt. Ja? Also mit der Seefahrt von Spanien, Portugal, später Niederlande, England und so weiter. Ne? Damit sozusagen haben sich neue Kontakte erschlossen und da war es dann plötzlich interessanter, für in manchen Gebieten interessanter, Tee aus China über den Seeweg zu beziehen und nicht über den Landweg. Ja. Meine Großeltern, ja, haben von schwarzem Tee, das ist ein in Österreich verbreiteter Ausdruck, als russischem Tee gesprochen. Warum? Ja, weil der tatsächlich über den Landweg der Seidenstraße hergekommen ist und von dort auch Iran erreicht hat, zum Teil. Ja, währenddem die Engländer ihren Tee, ja, durch China Clippers, ja, durch jährliche Rallyes von Segelschiffen bezogen haben, die immer die erste Teeernte aus China rund ums Kap der Guten Hoffnung, rund um Afrika herum nach England gebracht haben. Also da können wir uns veranschaulichen, wie sich die Verhältnisse in der Welt verändert haben. Und so ist Iran letztlich im 18., 19. Jahrhundert immer noch ein respektables Land gewesen, aber ein Land umgeben vom Osmanischen Reich, auf der anderen Seite die arabischen Länder, der Persische Golf, der Indische Ozean und nicht zu vergessen Britisch-Indien. Im 19. Jahrhundert war auf einmal Indien dort und es hat interessanterweise Iran, auch im 19. Jahrhundert war Iran ein Schlüsselland. Wofür? Für die Rivalität der beiden großen Kolonialmächte in Asien des 19. Jahrhunderts. Das waren die Engländer, die saßen in Indien, ja. Und den Russen, die saßen ja in Russland und unmittelbar in den asiatischen Gebieten Russlands, in denen sie sich ausgedehnt haben. Und da ging es um die Vorherrschaft beispielsweise in China. Es ging aber auch um den Weg zum Indischen Ozean. Ja? Das heißt, zwischen England und Russland gab es eine scharfe Rivalität um Zentralasien, um den Kaukasus, um den Zugang zum Persischen Golf. Und damit Iran. Ja? Das heißt, in Iran ist auf einmal im 19. Jahrhundert zwar kein kolonialisiertes Land gewesen, war aber im Brennpunkt des großen, eines kontinentalen Streits
zwischen Russland und England, und das hatte damals auch seinen Namen, diese Auseinandersetzung. Das war das sogenannte Great Game, das große Spiel, ja. Sprachlich gesehen eine Vorformung von dem, was im 20. Jahrhundert nach 1945 dann The Cold War geworden ist. Dann allerdings zwischen Russland bzw. Sowjetunion und Amerika und nicht mehr den Engländern. Das heutige Österreich hat seine Grenzen durch einen Weltkrieg bekommen. Wie war es im Iran? Hat es auch ein paar Kriege gegeben und dann war der Iran vom großen Reich zum kleinen Nationalstaat? Die Grenzen Irans sind eigentlich die Kerngebiete der alten iranischen Großreiche aus der Antike und aus dem frühen Mittelalter. Das Kerngebiet ist eigentlich Iran. Ja? Mhm. Was dann rundherum dazugehört hat, ist abgeknipst worden im Laufe der Zeit. Ja? Beispielsweise sind Kaukasusländer, die unter iranischem Einfluss standen, ja? Noch im 18. Jahrhundert unter iranischem Einfluss lang, sind in Anfang des 19. Jahrhunderts im ersten iranisch-russischen Krieg an Russland verloren gegangen. Auf die Art und Weise ist Baku, ja, der größere Teil der heutigen Republik Aserbaidschan, unter russische Kolonialherrschaft gekommen, ist Georgien unter russische Kolonialherrschaft geworden, das früher ein ganz anderes, teilweise sogar ein Abhängigkeitsverhältnis mit Iran hatte, ja, und die Gebiete, das heutige Armenien ist erst knapp um 1830 an Russland gekommen und dann dazu, ja. Das können wir sehen. Die Grenzen Afghanistan beispielsweise. Afghanistan ist im Streit zwischen Russland und England ist es zustande gekommen, unter anderem auch unter dem Gesichtspunkt, dass man aus britischer Sicht, ja, die Konsolidierung einer innerafghanischen Macht, ja, der Idee vorgezogen hatte, dass es dort ein durchlaufendes iranisches irgendwas gibt, wo die Russen beliebig hinein könnten. Ja? Mhm. Was eine andere Geschichte war, weil die Engländer dann versucht haben, sich in Afghanistan festzusetzen, und das ist aber gründlich misslungen. Dann das solcher Art neu entstandene Afghanistan hat sich den Engländern später im 20. Jahrhundert auch noch einmal den Russen und später noch einmal anderen durchaus zur Wehr gesetzt. Das erleben wir heute mit Nachahmen. Wenn man die Politik denkt, dann liest man da gerne davon, dass sich die USA mit dem Iran streiten, dass sich die beiden Länder nicht sehr ausstehen können. Woher kommt das? Also gehen wir davon aus, dass es am Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich die beiden Mächte, die sich um Iran gestritten haben, vor dem Ersten Weltkrieg, Russland und England gewesen sind. Dann sind zwei interessante Dinge passiert. Zum einen dieses Land, das eben ein nicht kolonialisiertes Land gewesen ist. Abhängig, aber nicht kolonialisiert. Ein Nachbarland des Osmanischen Reiches, aber nicht osmanisch. Ja? In diesem Land ist durch eine innere, also wir würden heute auch der Vorläufer von dem, was wir heute eine Bürgerbewegung sprechen würden, nicht so sehr durch Eliten, sondern zusammengesetzt aus sehr unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung, ist es in diesem Land zu etwas gekommen, was anderswo in anderen Ländern Asiens viel stärker top-down, also von oben nach unten verordnet worden ist. Das Land ist eine konstitutionelle Monarchie geworden. Das hat sich eine Verfassung im Zuge einer sogenannten Verfassungsrevolution, ist Iran 1906, hat es sich eine Verfassung gegeben, die der belgischen Verfassung sehr angenähert gewesen ist. Und dann bedeutete, dass der französische Code Civil Napoleons, also letzten Endes die Konzepte der französischen Revolution, ja, in Iran auf verfassungsrechtlich festgelegt worden sind. Zu dieser Zeit konnten sich die Engländer und die Russen zum ersten Mal darüber verständigen, dass sie, was Iran betrifft, einen Ausgleich finden könnten. Dass also die englisch-russische Rivalität für Asien, insbesondere in Iran, ausgeglichen werden sollte.
eine wichtige Sache, denn wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre England im Ersten Weltkrieg, also knappe 10 Jahre später, nicht aber 10 Jahre später, nicht auf russischer Seite gewesen, sondern auf deutscher Seite. Und dann würde der Erste Weltkrieg ganz anders ausgegangen. Wäre ganz anders ausgegangen. Mhm. Ja? Also diese Auswahl, oder jedenfalls nicht gegen Deutschland. Jedenfalls, das ist eine wichtige Sache. Und dann ist noch etwas passiert. Ja? Und da ist etwas geschehen in der Zeit, im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, ist nicht nur in Iran hauptsächlich etwas gefunden worden, was auf russischem Territorium, nämlich am Kaspischen Meer, in Baku ein Jahrzehnt vorher entdeckt worden ist. Das große Zaubermittel der Menschheitszivilisation des 20. Jahrhunderts, Erdöl. Erdöl ist plötzlich, tauchen Erdölquellen in Iran auf. Russland ist bereits mit Erdöl aus der kaspischen Produktion, also am Kaspischen Meer, Baku und so weiter, ganz gut versorgt. Und die Engländer waren heftigst dahinterher, ja, an die Erdölfunde in Iran, an die Erträge der Erdölfunde in Iran heranzukommen. Das war ihr Ding. Ja. Und das hat dazu geführt, dass nach dem Ersten Weltkrieg sich erstens einmal in Iran eine deutlich sich vom sowjetischen Russland abgrenzende monarchische Diktatur eingeführt worden ist, ja, mit dem Ziel rasanter Modernisierung des gesamten Landes im Sinne europäischer Verhältnisse, bei gleichzeitiger, sagen wir mal, Missachtung oder Geringschätzung der demokratischen und zivilen Errungenschaften, die die Verfassungsrevolution mit sich gebracht hat. Und bei gleichzeitig sehr starkem Einfluss Englands, ja, das sich darum bemüht hat, und im Dialog mit diesem, auch mit der Auseinandersetzung, mit diesem Regime die Erdölquellen an sich zu binden. Sodass letzten Endes bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, ja, die iranische Erdölförderung zum größten Teil in britischer Hand gewesen ist. Sodass man das in Iran selbst, in der Öffentlichkeit, nicht nur allein die Politiker, sondern auch in der Öffentlichkeit immer wiederum wahrgenommen worden ist, ja, aha, wir könnten eigentlich viel mehr machen, aber England sitzt auf unseren Erdölerträgen. Wir sind zwar ein unabhängiges Land, aber England hat unser schwarzes Gold praktisch in Besitz genommen. Mhm. Und da ist es jetzt zu einem interessanten Phänomen, zu einem interessanten Ereignis gekommen, Ende der 40er und vor allem in den frühen 50er Jahren. Wo die unterschiedlichen Tendenzen deutlich durcheinander kommen, die hier wirken. Und das lohnt sich wirklich zu vergegenwärtigen. Es hat also ein Parlament gegeben. Die Diktatur des ersten Schah, des ersten Pahlavi Schahs, ja, das ist der Vater des Schahs, der dann in der Islamischen Revolution abgesetzt worden ist. Ja. Und Schah heißt was? Schah heißt König, der persische Titel für König. Ja, muss man dazu sagen. Also wir sprechen immer vom Schah, von den Schahs in Persien, das ist verfänglich möglicherweise. kann nichts dafür. Wir sprechen im Singular. Ja, also jedenfalls. Da ist Folgendes interessiert. Es hat diese parlamentarische Tradition gegeben. Während des Zweiten Weltkrieges ist Iran, ja, von den Alliierten, das heißt also vor allem England war ja präsent, ja, USA neu, ja, und Russland als alter Nachbar, sozusagen ebenfalls alter Nachbar und frühere Player im Great Game, im großen Spiel, haben die drei, ja, dafür gesorgt, dass jegliche Deutschfreundlichkeit, ja, jegliche Neigung zum nationalsozialistischen Deutschland, das in Iran unter der Diktatur, in den letzten Jahren der Schah-Diktatur aufgekommen war, ja, angehalten werden sollte. Der Parlamentarismus blüht.
Nach 1945 versuchen die Engländer, ihre Erdölposition natürlich wiederum voll und ganz auszuleben. Nun ist aber eine neue Phase in der Weltpolitik, das ist der Kalte Krieg. Das heißt, aus den Alliierten von 1945 sind Sowjetunion, Amerika und England. Frankreich war da nicht, in dem Fall nicht wesentlich beteiligt. Ja, also die drei, ja, ist eine Front Russland, England, die alte Konfrontation, plus Amerika hereingekommen. Mit den USA. Und genau in dieser Zeit hat der erste, man kann sagen, der erste oder einer der frühen demokratisch gewählten Ministerpräsidenten des Landes, ein gewisser Mossadegh, ja, Mohammad Mossadegh, den Namen lohnt es sich zu merken, ist unter dem ein Gesetz herausgekommen über die Nationalisierung des Erdöls. Ja? Das heißt, in dieser äußeren Machtkonstellation beschließt das iranische Parlament, das frei gewählte iranische Parlament, mit Mehrheitsstimmen, das Erdöl zu nationalisieren. Das heißt, das britische Eigentum am persischen Erdöl, ja, zu enteignen. Also, ja, ohne Ersatz, einfach raus. Ja? Und das hat dazu geführt, dass nach einiger Zeit, also Mossadegh ist dafür in der Welt hochbeachtet gewesen, war, glaube ich, noch 1952, ja, in Times Magazine als Man of the Year gefeiert. Mhm. Gibt's ein Bild davon. Und 1953, das ist zu einem Regierungswechsel gekommen, die Administration des Präsidenten Eisenhower, ja, Republikaner, hatten damals, es war Koreakrieg und es war die heißeste Phase des Kalten Krieges überhaupt, hatten beschlossen, nein, also hier in Iran, jetzt auf einmal unseren Bündnispartner, die Briten, ja, so zu schwächen und nicht genau zu wissen, ob Mossadegh bei einer gleichzeitig sehr starken kommunistischen Partei im Land, ja, ob Mossadegh tatsächlich hier sozusagen auf der Seite der freien Welt zu halten gewesen wäre, ja, das ist in den USA, hat die USA-Politik dann letzten Endes zum Nachteil der mossadegschen Politik beurteilt, ja. Und das hatte Konsequenzen. Das hatte die Konsequenzen, dass tatsächlich ein bis dahin gar nicht einer der gar nicht so sehr in Erscheinung getretenen Geheimdienste der USA, ja, dann gesagt hat, ja, also sehr gut, wir engagieren uns in der ganzen Angelegenheit, wir organisieren einen Putsch. Mossadegh hatte damals bereits schon republikanische Vorstellungen. Der Schah ist bereits vertrieben gewesen. Der hat in der letzten Phase, ist er auf Urlaub nach Rom geflogen, ja, für einige Tage. Und dann ist von der besagten, heutzutage, glaube ich, hinlänglich bekannten, CIA. Geheimdienstorganisation, mhm, der CIA, ja, CIA, durch Einwirken auf diverse Gruppen im Land und so weiter, also ganz nach einem ganz bestimmten Muster. Es ist ein Putsch organisiert worden von innen heraus mit Militärs, mit religiösen Kräften, mit diesem, mit allen möglichen, also ein Teil der religiösen, Teil von überall etwas. Ja. Und im August 1953 ist Mossadegh abgesetzt worden. Die Briten haben ihre Ölrechte nur bis zu einem gewissen Grad halten können. Alles, was über einen bestimmten Stand hinausgegangen ist, ja, ist von internationalen Erdölgesellschaften, die zunehmend unter amerikanischer Kontrolle waren, übernommen worden. Und das Land selbst ist in den 50er und 60er Jahren in die Kontrolle, ja, der USA übergegangen, ist Bestandteil nicht der NATO, sondern des sogenannten Bagdad-Pakts geworden. Ja, die Abkürzung war CENTO. Ja, und die Türkei als NATO und CENTO-Mitglied war sozusagen ein Scharnier. Ansonsten der damalige Irak und Pakistan waren dabei. Irak ist dann Ende der 50er Jahre
ist dann seinerseits wiederum durch eine Revolution ausgeschieden und damit war das weg. Aber der sogenannte Bagdad-Pakt hat gehalten. Und das war die Verbindung USA, Iran, Pakistan, Türkei. Ja, und Iran hatte damals von dem, was man auf westlicher Seite die freie Welt nannte, die längste Landesgrenze, Kontinentalgrenze zur Sowjetunion. Die ganze Nordgrenze Irans ist sozusagen ist der Küste des Kaspischen Meeres eine Grenze zur Sowjetunion gewesen, war damit sehr wichtig. Und dadurch war Iran mit dem zurückgebrachten Schah, der natürlich als die Marionette jetzt der Amerikaner, die ihn gebracht haben, von vielen gesehen worden ist, nicht nur, also die Beurteilung ist da vielfältig, ja. Aber das hat mit sich gebracht, dass auf einmal Iran hier als fester Verbündeter des Westens dasteht und die Person, die sozusagen ikonisch diese Verbindung dargestellt hat, der ursprünglich junge, dann im Laufe der Zeit immer weniger junge, bekannte Schah von Persien, der Liebling der Unterhaltungspresse, Yellow Press in deutschsprachigen Medien jener Zeit, zuerst seine Frau Soraya, später dann seine Frau Farah Diba und so weiter und alles was darunter, der Pfauenthron, Geschichten aus dem Pfauenthron etc. wurden kolportiert. Es gab immer wieder Berichte über den fantastischen Reichtum des Schahs. Es gab immer wiederum Berichte aus einem Segment des inneren Lebens der Bevölkerung, das wir als links apostrophieren können, das lange Zeit sehr stark kommunistisch geprägt gewesen, also sowjetkommunistisch geprägt gewesen ist, ab Mitte der 60er Jahre, dann wie viele andere linke Bewegungen in Europa oder in anderen Teilen der Welt, sehr viele unterschiedliche Schattierungen angenommen hat, Es gab also eine sehr starke Opposition, eine linke Opposition, und es gab auch eine, wie soll man sagen, im Sinne Mossadeghs nationalistische, liberale Opposition gegen den Schah. Das heißt, es musste, diese Stimmung im Land musste mit Mitteln, wo es möglich war, der Überzeugung oder mit Mitteln der Repression, das war das Übliche, zurückgehalten werden. Das heißt, das war zwar ein Land, das der freien Welt angehörte, aber beileibe kein freies Land. Das ist dann später auch von den USA die These aufgestellt, zur Verteidigung der Freiheit müsse man manchmal auch mit sehr unpassenden Regimen zusammenarbeiten, wie beispielsweise im Vietnamkrieg mit Südvietnam, im Fall Korea mit der langjährigen Diktatur des Vorläufers der Demokratie in Südkorea, und eben mit dem Schah von Persien. Ja. Also 1953, Putsch, CIA, der Iran ist plötzlich, mir fällt auf übrigens, du sagst immer Iran, nicht der Iran, ich aus den Medien kenne immer der Iran, warum sagt man der Iran, warum sagst du das nicht? Ich weiß Wurscht. Es nicht. Wurscht, ist nicht schlimm. Ich glaube, das hat sich in Analogie zu der Irak, weil Irak im Arabischen einen Artikel hat, Iran ist, das Persische hat keine Artikel, daher ist es eigentlich artikellos, hat sich eingebürgert. Aber es nicht so schlimm. Es gibt auch die These, dass das passiert ist, es gab tatsächlich in den 30er Jahren hat der alte Schah eine diplomatische Note weltweit verbreiten lassen. Man möge das Land nicht mehr Persien nennen, das klinge so rückständig. Wir sind jetzt ein neues Land, das Land beruft sich auf seinen alten, einheimischen, traditionellen Namen. Wir heißen nicht nach einer Provinz von uns selbst, sondern nach unserem ganzen Land. Und das heißt Iran. Das ist auf Französisch in die Welt geraten. Ja, diese Diplomatensprache war Französisch. Und im Französischen haben Länder einen Artikel. Aha. Ja, es ist l'Iran, so wie la Autriche, oder la France, sagt man.
Ja, und mag sein, dass daraus dann das rausgekommen ist. Ist üblich geworden, ich verwende es einfach nicht. Ja, dein Wissen ist faszinierend, Bert. Okay, wir sind 1953, CIA-Putsch, Iran ist plötzlich ein Verbündeter des Westens. Heute nicht wirklich, was ist passiert? Heute ist das Gegenteil, interessant, was ist passiert? Gute Frage, also wie gesagt... bis Mitte der 60er Jahre ist eindeutig, also aus der Perspektive des Kalten Krieges war eindeutig, gab es eine eindeutige Frontlage. Alles, was in Iran links ist oder verdächtig ist, links zu sein, ja, ist Feind. Das galt aus amerikanischer Sicht, also aus amerikanischer Doktrin. Das galt natürlich auch aus der Sicht des Schah-Regimes, ja. Und es war auch interessant, dass in einem Zeitraum, nämlich gerade in den 60er Jahren, ich habe das selbst damals miterlebt, in dem das Land einige, nach dem Putsch gegen Mossadegh, ja, die Verhältnisse im Land also wirklich sehr, sehr mies gewesen sind, ja, hat sich das Land in den 60er Jahren scheinbar volkswirtschaftlich und auch strukturell in mancher Hinsicht durchaus entwickelt, erneuert. Hat natürlich auch etwas damit zu tun gehabt, dass die Iraner durch die Einbettung in die westliche Welt, die sogenannte freie Welt, auch damals bereits natürlich Perspektiven hatten in Länder, ja, des Westens, Europa, Amerika, Studierende sind zum Studium hingekommen, junge Frauen, junge Männer waren unterwegs und so weiter. Das hat um sich gekehrt, da gab es Information. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal in meinem Leben, ja, von Wien nach Iran, das war 1962, ja, das ist eine lange Zeit, ja, als ich von Wien nach Iran gekommen, nach Teheran gekommen bin, ich war perplex, ja, was es dort für Kinos gibt, was es dort für welche Formen von Supermärkten es gibt. Das ist klar. Wien hatte das damals da nicht. Ja? Man hatte das Gefühl, man sei irgendwie, dass es einen Hauch von New York, der einem hier umgibt. Was auch. Auch. Aber nicht nur. Ne? Das Ganze war gepaart mit einer das Land wirklich tief zerreißenden sozialen Ungleichheit. Und die soziale Ungleichheit war auch mit einer kulturellen Ungleichheit verbunden. Denn modern zu sein, in dem Sinn, wie ich es jetzt gerade angedeutet habe, das war für viele Menschen teuer. Das kostete Geld. Ja? Das musste man sich erst leisten können. Wer das nicht hatte, der war es nicht da. Und da war das Problem, dass sich eben im Laufe der Zeit, ja, nicht nur explizit linke Gruppierungen und linke politische Richtungen, ja, damit auseinandergesetzt haben, das Schah-Regime zu kritisieren. Und das ist ein Moment, ich werde versuchen, das jetzt nicht zu aus, das bedürfte eigentlich einer tieferen Nachdenklichkeit. Ja. Es ist zu religiösen Bewegungen gekommen, deren Wesen sich inhaltlich, ja, sehr stark aus der speziellen Form des Islams ergeben hat, die wir in Iran antritt, ist in Iran seit circa, grob gerechnet können wir sagen, seit 500 Jahren dominant geworden ist. Das ist die sogenannte schiitische Richtung des Islams. Oder wir müssen es, wenn wir das präziser sagen wollten, die sogenannte zwölfer-schiitische Richtung des Islams befern. Der Hintergrund ist der, dass Schiiten davon ausgehen, dass nach dem Tod des Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert, ja, dass damit die Frage sich gestellt hat, wer soll die Gemeinschaft der Gläubigen, ja, führen. Und zwar nicht nur geistig, religiös und ethisch, sondern auch konkret politisch und militärisch. Das ist in jeder Hinsicht eine Erfolgsreligion gewesen. Islam ist nicht so, ist Christentum die ersten paar hundert Jahre im Untergrund und in den Katakomben, ja,
zum Überleben verurteilt gewesen. Also es war eine siegreiche, das ist aufgetreten, ja. Und für die Gläubigen selbst waren ja die Erfolge, die auch die politischen und militärischen Erfolge, waren ja Bestätigungen von Gottes Wohlwollen, ne? Das ist klar, ne? Und darum ist der Streit, da ist es ein Streit gekommen, wer eigentlich die weltliche Instanz sein sollte. Ich kürze das ab. Die sogenannten Zwölfer Schiiten, ja, haben ein Konzept entwickelt, das seinerseits entstanden ist aus spätantiken philosophischen Modellen, die es im vorislamischen Syrien, ja, im oströmischen Reich und Zeit immer wiederum gegeben hat, ja. Unter christlichen oder unchristlichen, wie auch immer. Jedenfalls, was ist daraus entstanden? Daraus ist entstanden ein Weltbild, in dem generelle, ja, grundsätzliche Unsicherheit über die Qualität der politischen und gesellschaftlichen Führung besteht. Ja? Unsicherheit deshalb, weil die einzige Sicherheit bei einer Institution ist, die in der Realwelt nicht vorkommt, nämlich ein sogenannter verborgener, entrückter Imam, ja, also der fleischlich nicht zu greifen ist. Mhm. Woraus sich eine Form entwickelt hat, das kürze ich ebenfalls ab, die es, und deshalb konnten auch einige Theologen bei den Verfassungskämpfern und so weiter durchaus dabei sein, die sich dem theologischen Prinzip entwickelt haben, wir sind nicht gesellschaftsabgewandt, wir haben eine gesellschaftliche Funktion, aber wir unterstützen nicht die Herrschenden, sondern wir kritisieren sie, wir überwachen sie. Es ist unsere Pflicht zu schauen, dass Herrschende, ja, die von uns als solche erkannten, ja, Regeln und so weiter einhalten, die aber nicht, das waren nicht gottesstaatliche Regeln, sondern das waren theologische Erkenntnisse, ethisch-theologische Erkenntnisse. Das ist ein kompliziertes System. Daraus konnte man ableiten, dass es die Regel gibt, man muss einfach Gesetze, Vorschriften und so weiter, wie sie festgelegt sind, so sind sie einzuhalten, das ist das Wort Gottes, auserledigt. Andere Version ist, wie dieses Wort Gottes zu interpretieren ist, was damit wirklich gemeint ist, das ist ein Diskussionspunkt. Und das müssen wir den Zeitläuften anpassen. Und genau das ist in den 60er und in den 70er Jahren, hat das um sich gegriffen. Und ohne diese Betrachtungsweise, ja, bei gleichzeitiger starker Anhängerschaft in allen Teilen der Gesellschaft, also insbesondere auch den Nicht-Verwestlichten, ja, deren Ansprache, wo auf einmal Menschen sich als Subjekt, ja, politischen Nachdenkens sehen konnten, die vielleicht Analphabeten waren, also irgendwie, ja, die sind von diesem religiösen Ansatz her angesprochen worden. Und das hat dazu geführt, dass es zu einer ganz erstaunlichen, gibt's viele Details dazu, die lassen wir alle weg, ja, zu einer ganz erstaunlichen Interaktion zwischen, ich sage jetzt einmal im Extremfall, gottlosen atheistischen Linken einerseits, ja, und frommen Muslimen auf der anderen Seite gekommen ist, weil die sich gewissermaßen auf einer abstrakten Ebene oder mittelabstrakten Ebene konnten sie eigentlich sich ideologisch einigen und sagen, ja, das sind Ansätze hier, das sind Ansätze hier. Wir kennen so etwas analog, etwa aus der gleichen Zeit aus Lateinamerika, wo ausgerechnet im katholischen Bereich, ja, die sogenannte Theologie der Befreiung, deren einer Repräsentanten jetzt gerade vor ganz kurzer Zeit gestorben ist, Ernesto Kardinal. Ja. Da gibt, und so etwas Vergleichbares. Also ich bringe das gern in Analogie. Ich will es nicht vergleichen, aber ich würde sagen, es ist sowas Ähnliches. Aber Opposition gegen den Schah. Das Gemeinsame, genau, war die Opposition gegen den Schah. Das Gemeinsame war die Zurückweisung der amerikanischen Dominanz. Nicht Präsenz, Dominanz. Es geht um die Dominanz. Die amerikanische Dominanz. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass gleichzeitig das Bild, und das ist das Paradoxe an dem Ganzen, das Bild, das viele iranische Menschen
von ihrer Zukunft als moderne Menschen, also in der Modernität hatten. Ja? Dass dieses Bild viel stärker amerikanisch geprägt gewesen ist, ist auch bei in der Zeit, 68 und so weiter, bei Linken in Europa durchaus der Fall gewesen, dass sozusagen die strukturellen Gegner, ja, gegen die man eigentlich kämpfend antritt, dass von dort aus durchaus eine ganze Reihe von Prägungen, was ästhetisch, in der Ästhetik, Kunst und so weiter, ja, anzustreben wäre. Das ist ein Hin und Her, ja. Das ist nicht so einfach. Und das hat dazu geführt, dass es letzten Endes dann tatsächlich auch noch bei in einer Phase innerer Destabilisierungen, ja, es ist auf einmal zu wirtschaftlichen Krisen gekommen. Jetzt zum Beispiel ist Anfang der 70er Jahre ist eine Wirtschaftspolitik angesagt worden. Das haben nicht die USA den iranischen Machthabern aufgedrückt, das haben sie sich ausgesucht, die haben sich entschieden beispielsweise für eine frühe wirtschaftliche Doktrin dessen, was wir heute Neoliberalismus nennen. Im Gegensatz zu einer Politik, wie sie in den 60er Jahren betrieben worden ist. Sonst sehr stark von Milton Friedman, Chicago, der österreichische Wirtschaftstheoretiker Hayek hat da durchaus sehr einflussreich. Wir wollten den, ja. Jedenfalls Neoliberalismus, das zusammen, und auf einmal gab es da eine Front gegen das Regime, dass der Geheimdienst, so sehr er in weiß Gott welche linken Zellen und so weiter erfolgreich eingedrungen ist und da und dort, aber diese Brücke, ne, zwischen dem theologischen und dem linksrevolutionären System, das haben die nicht durchschaut. Mhm. Und dann war die islamische Revolution da. 1979. 78, 79. Okay. Ja. Und heute ist der Ayatollah, so kann man sagen, Khomeini, das ist lustig, Khomeini hat diesen Zusammenhang genau gesehen. Er hat genau gewusst, wozu er die Linken und so weiter braucht in dem Ganzen. Mhm. Und hat aber gleichzeitig davon ausgegangen, wenn ich, erstens einmal, ich überwinde unser theologisches Prinzip, die Theologen halten sich nicht in die Politik einzumischen, sondern ich deklariere mich jetzt als den politischen Führer. Das ist eigentlich ein deutlicher Verstoß gegen herkömmliche Maximen des theologischen Denkens. Mhm. Im 20. Jahrhundert gewesen, deutlich. Ja. Aber das muss jetzt verkleistert werden. Daher, Khomeini, wir sind für Islam. Das heißt, bei uns wird nicht darüber spekuliert, was geht da noch hinein, was geht nicht hinein. Wir legen das fest. Von den Linken habe ich gelernt, da habe ich vieles gelernt, ja, nämlich wie man sich organisiert, wie man das macht und so weiter, wie man politische Fokusaktionen macht, etc., etc., etc. Ja. Und was dazu gekommen ist, es sind noch sehr viele Linke dann nach 79, sind ja in den gesellschaftlichen und den administrativen und kulturellen und politischen Betrieb der Islamischen Republik hineingesickert. Das soll man nicht unterschätzen. Ja? Aber daher war die Kontrolle, ja, die ideologische Kontrolle nach innen, ja, ist eine ganz wichtige Sache gewesen. Und deshalb wurden die Linken, die die Revolution unterstützt haben, der Reihe nach ausgeschaltet. Mhm. Und zwar jeweils von Khomeini sehr klug, offenbar sehr klug, oder sie haben es ihm auch sehr leichter gemacht, klug zu sein, so angelegt, dass er sich immer linker Kräfte bedient hat oder linker Kräfte eingesetzt hat, um andere rivalisierende linke Kräfte auszuschalten. Mhm. Und besonders hervorgetan hat sich dabei die traditionsreiche sogenannte Tudeh-Partei, also die traditionelle kommunistische Partei Irans, die wirklich zu ihrer Zeit mal was auch was repräsentiert hat. Ne?
Und nachdem alle anderen Linken ausgeschaltet waren, sind sie dann im Jahr 1983 ebenfalls als Institution, als Partei ausgeschaltet worden. Mhm. Ja? Und seither haben wir jetzt eine Islamische Republik, die in vieler Hinsicht, darum ist, gibt, haben wir ja immer wieder um das reden, da gibt es Reformer und Hardliner und so weiter und so weiter. Das heißt, diese für die iranische Gesellschaft typische Spannung zwischen Bürgergesellschaft mit demokratischen Neigungen, ja, und Hardcore-Machtpolitik, ja, diese Spannung hat sich mitsamt Ayatollahs und sonst irgendetwas aus dem Inneren des Landes nicht herauslösen lassen. Hm. Ja. Sie existiert weiter. Hm. Und wir haben Ayatollah ist der religiöse Führer, der Staatsoberhaupt. Ja, das ist halt, des Iran. Ayatollah sollte eigentlich ein religiöser Führer sein, der außerhalb des Politischen steht. Mhm. Ja? Es gibt nicht nur einen, es gibt jede Menge Ayatollah. Also ursprünglich gab es nur ganz wenige. Ja? Und in der Zwischenzeit ist das inflationär. Es war ja auch eine interessante Karriere. Wenn man einen Staat aus lauter Theologen hat, dann ist ja das auch interessant, Theologe zu werden. Das bringt ja was. Ja. Also, und es ist interessant, dass auch nach Khomeini, Khomeinis Nachfolger, ist nun Khamenei. Hört sich ähnlich an. Wir müssen die beiden auseinanderhalten. Ja? Und es ist interessant, dass Khamenei zwar als Revolutionsführer bezeichnet wird, er ist also sozusagen Khomeinis Nachfolger als Revolutionsführer. Das ist eine politische Position. Eine politisch definierte Position. Mhm. Ja. Er ist nicht Khomeinis Nachfolger, er wird nicht beschrieben dadurch als Khomeinis Nachfolger, als der sozusagen theologisch gewissermaßen das gesamte Erscheinungsbild der iranischen Gesellschaft wirklich unter seiner Haube haben kann. Das hat er nicht. Das wird ihm auch gar nicht zugemutet. Das wird auch den Leuten nicht abverlangt, sondern den Menschen wird abverlangt, ihn anzuerkennen als den Staatsführer, den sogenannten Revolutionsführer. Mhm. Nach der Vorstellung, es gäbe eine immerwährende Revolution und die geht immer weiter und immer weiter. Das stammt aus dem Gedankengut von Trotzki. Das ist nicht unbedingt jetzt der klassische islamische Theologe, aber immerhin. Ne? Okay, aber wir kommen jetzt hier und jetzt. Wir haben uns die Frage gestellt, wie ist diese Streit oder Auseinandersetzung Iran-USA entstanden? Du hast uns das jetzt ein bisschen geschildert und jetzt der Iran eine islamische Republik in der politischen Führung, nicht viel mit den USA gemeinsam, irgendwie große Gegner auf der politischen Bühne. Ich würde zum Schluss noch gerne ein bisschen über das Leben im Iran von dir hören. Also viele Freunde von mir, die im Iran waren, sagen, was für ein tolles, wunderschönes Land. Gleichzeitig weiß man aber, es ist keine Demokratie, sondern das ist irgendwie eine religiöse, kann man wahrscheinlich sagen, Diktatur. Und es wird auch berichtet von großen Gegensätzen in diesem Land. Also einerseits so, wir sind die frommen Muslime, andererseits, wenn man die Tür zumacht, drinnen gibt es die große Party und das Gelage. Ja. Kannst du uns darüber was erzählen? Das fromme Verhalten in der Öffentlichkeit zählte zu den Auflagen, die, als es darum ging, das ist in der Zwischenzeit 40 Jahre her, ja, als es darum ging, die Revolution als so etwas überhaupt zu festigen, war es für Khomeini und seine Leute wichtig zur Machterhaltung in der Gesellschaft, ja, auch durchzusetzen, zu markieren, dass wir haben eine islamische Republik, die heißt islamisch nicht deshalb, weil sie sich ISLAM buchstabiert, sondern hier gilt Islam. Das heißt, es musste durchgesetzt werden. Die zu der damaligen Zeit signifikanteste Maßnahme, ja, und da kommen wir darauf hin, dass es natürlich
Maßnahmen aus der diktatorischen Instrumentenkiste ist und nicht aus der demokratischen, war durchzusetzen, ja, die Kopfverhüllung, also die Haarverhüllung, ich nenne es extra so, der Frauen. Ja. Damit waren mit einem Schlag, sagen wir mal grob gerechnet, ja, 53% der Bevölkerung, ne, sind zu Ikonen der neuen Islamischen Republik geschlagen worden. Von einem, innerhalb kürzester Zeit. Ja. Und zwar durch eine Zwangsmaßnahme, durch eine administrativgesetzte Zwangsmaßnahme. Und auf die Art und Weise sind auch sonstige Regeln aufgestellt worden. Gleichzeitig haben wir aber es mit einem Volk zu tun, das in der Zeit während der Islamischen Republik, ja, gibt es eine ganze Reihe von, in den ersten Jahrzehnten vor allem, ja, von erstaunlichen Modernisierungsschüben im Vergleich zu den Verhältnissen davor. So ist beispielsweise die Alphabetisierung, ja, unglaublich stark vorangetrieben worden. Und die Alphabetisierung ist nicht etwa auf dem, dass man sagt, ja, ja gut, die durften ja dann nur fromme Texte lesen und so weiter. Das stimmt so nicht, sondern im Kontrast, das muss ja auch eine Revolution steht, schafft ja auch in vieler Hinsicht einen Kontrast zu dem, was vorher war. Und zu der, sagen wir mal, zum Teil heftigen, ja, zu dem heftigen Zensurwesen der Pahlavi-Periode, also der Schah-Periode, ja, ist auf einmal eine neue Form publizistischer, ich sage mal, Lässigkeit, ja. Auch freizügig werden, das ist ein Wort, das eigentlich zur islamischen Republik nicht passt. Ne? Das würde ich so nicht sagen. Aber jedenfalls ist es hochinteressant, sie kommt, was auf einmal alles in Iran allein bei der Betrachtung der Buchläden. Ja? Also wenn Sie sich denken, in den 80er Jahren, wenn Sie in den 80er Jahren durch Teheran gegangen sind an Buch, und überall, wo Buchhandlungen gewesen sind, da ist also permanent die Che Guevara-Ikone überall groß ausgehängt gewesen. Ja? Weniger, also auch Bart, aber anders, ne, würde ich sagen, von einem anderen Konzept her. Es ist erstaunlich, was alles an Übersetzungsliteratur, ja, herangebracht worden ist. Es ist interessant, was an heftigen, sag mal, theoretischen und diskursiven intellektuellen Debatten, ja, aufgeblüht sind, ja, die es in etwa in der gleichen Zeit oder kurzer Zeit davor in Europa und Amerika ebenfalls gegeben hat. Ja. Wir haben das erstaunliche Phänomen, dass der bekannte deutsche Philosoph und Fürsprecher, also Philosoph, der sich sehr stark mit dem Problem von Öffentlichkeit beschäftigt, was ist Öffentlichkeit beschäftigt? Habermas. Ja. Habermas so populär ist, ja, dass Khamenei vor mehreren Jahren irgendwie gesagt hat, also für unsere Jugend gibt es aktuell zwei große Bedrohungen, auf die müssen wir Acht geben. Das eine ist die westliche Popmusik mit ihren Erscheinungsformen, ja, und das andere ist Habermas. Wieso Habermas? Aber so kommt der Khamenei dazu, von Habermas zu reden und so. Völlige Irritation. Ja. Was nicht bedacht wird, dass Habermas zu dem Zeitpunkt mehrmals, ja, als Gastdozent nach Qom, also in die theologischen Hochburgen eingeladen worden ist und der dort sozusagen der Beliebtheitsrenner unter den jungen Theologiestudenten gewesen ist. Aha. Ja? Diese doppelte Tradition, ja? Das ist sehr faszinierend, lässt einen natürlich auch immer wiederum für iranische Verhältnisse einnehmen, begeistern und ich will nicht sagen, es ist einzigartig, aber es ist jedenfalls, es ist sehr auffällig. Und wenn Sie dann dahin kommen, dann erleben Sie auf einmal mit Kommunikationsformen,
Es gibt noch eine Tradition, die vielleicht auch lohnenswert ist, reinzubringen, weil die wahrscheinlich mit zu bedenken ist. Ja? Es gibt etwas, es ist ein Phänomen in der Religion des Islams, und zwar von Nordwestafrika bis nach Indonesien, Philippinen, gibt es überall. Ja? Das sogenannte islamische Mystizismus, die Mystik im Islam, ja, die gegenüber einer sehr stark regelorientierten, ja, Theologie eine Art emotionale, unmittelbar gestaltete Wege des Individuums zu Gott vermitteln will. Üblicherweise wird diese Vermittlung durch Autoritätspersonen vermittelt. Man kann also sich selbst den Weg zu Gott zu suchen, ja, das ist eigentlich nicht akzeptabel, aber man kann das machen über Leute, mit charismatische Persönlichkeit, der so eine Ausstrahlung haben, die Überzeugung, sie seien in der Lage, tatsächlich solche Wege zu weisen. Ne? Tja, also eine Tradition, die ist in Iran verwurzelt seit guten 1000 Jahren. Ja? Und sie hat sich vor allem literarisch verwurzelt. Es ist interessant, dass eine ganze Fülle von Dichtungen, zum Teil auch, also wie gesagt, aber auch sehr undogmatischer Poesie, ja, sich aus den mystischen Formen herleitet, das sagt, wenn wir ein Liebesgedicht schreiben, wenn wir also sozusagen ein erotisierendes Gedicht schreiben, dann steckt ja damit drinnen, dass wir es hier mit Metaphern zu tun haben, die letzten Endes auf Gott abzielen. Es geht also um die unmittelbare Veranschaulichung Gottes, das Gottes Erleben als das geliebte Wesen schlechthin. Wenn Sie damit beginnen, Poesie zu schaffen, Lyrik zu schaffen, ja, und daraus eine lyrische Tradition schaffen in einer Welt, in der möglicherweise wie selten in anderen Ländern Menschen poetische Verse auswendig können. Wie in Iran, es gibt eine Kultur des Gedichte auswendig Lernens, ne, die ist verblüffend. Das ist immer wieder beeindruckend. Ja. Und wenn Sie also jetzt eine solche Betrachtungsweise haben, dann heißt es, dass Sie über Jahrhunderte eine poetische Kultur, eine literarische Kultur entwickeln, in der jedes Wort, das du verwendest, kann was anderes bedeuten. Kann immer noch das bedeuten und jenes bedeuten und dieses bedeuten, ja. Und es gibt, man kann auf diese Art und Weise sich surrealistische Sprachgebilde schaffen, ja, die, wenn man dann weiß, aha, das Wort kann das bedeuten, das heißt das, das heißt das, dann kann man sich das übersetzen und dann wird das ganz einfach und entstehen ganz unglaubliche und für uns ungewöhnliche rhetorische und metaphorische Bilder. Ein Dichter, wenn es Dichtern beispielsweise darum geht, sich selbst zugunsten Gottes so abzubauen, dass man am Schluss von sich ist nichts mehr übrig und da ist alles zu Gott geworden. Mhm. Ja? Das ist einer von zahlreichen mystischen Standards. Wie kann man den poetisch umsetzen? Ja, der eine sagt so, beispielsweise sagt einer, in meinem Ärmel befindet sich nichts außer Gott. Der Arm, Gott als Ärmelfüller. Ja? Oder aber, es geht um die sich selbst Auflösung letztlich. Ja? Die Auflösung des Selbst. Ein Gedicht, das mir unlängst untergekommen ist. Das ist ein Vers. Übersetzt hat er, ein Dichter sagt von sich selbst, ich habe mich in meinem Gedicht
versteckt. Ich habe mich in mein Gedicht, also in meine Verse, ich habe mich in zwei, drei Verse so hinein versteckt, damit, wenn du dieses Gedicht rezitierst oder singst, ich deine Lippen küssen kann. Ist schon steil. Also ich finde deine Faszination von wunderbar. Wann ist es? 1000 Jahre. Ja, wow. Das ist ein 1000-jähriges Gedicht. Vielleicht ganz zum Ende, wenn deine Begeisterung über deine Stimme in die Ohren einiger Hörerinnen und Hörer durchgedrungen ist und man jetzt mehr wissen möchte, hast vielleicht einen Romantipp aus dem Iran, über den Iran, der auf Deutsch verfügbar ist. Es gibt einen französischen Autor, der Sachbücher geschrieben hat über Iran, ja. Der heißt Jan Richard, Jan mit Y, Richard, Richard wie Richard, ja. Also lohnt sich einfach nachzuschauen, welche Bücher von Jan Richard, sind auch einige sind ins Deutsche übersetzt, ins Englische übersetzt, hat auch jüngst was rausgebracht. Es gibt etwas, wenn man wissen will, was diese islamische Revolution, wie die erlebbar sich vorzustellen ist, da würde ich ein Buch empfehlen. Mhm. Ja? Und zwar hat das geschrieben ein amerikanischer Gelehrter, der ist iranischer Abstammung, aber ist ein amerikanisches Urgewächs, ja? Roy, mit Vornamen Roy Mottahedi, ja? Mottahedi. Ja, Roy Mottahedi, der Mantel des Propheten, ist beim Beck Verlag beim Beck Verlag in München mal erschienen, vor 30 Jahren oder so irgendwie. Ja. Und er beschreibt aus der Innensicht eines jungen Mannes, der Mullah wird, der studiert Theologie und beschreibt also, was ihm durch den Kopf geht und warum Khomeini und wieso, was ist eigentlich die Essenz dessen und versucht, das einzubetten in große Strömungen, ja, der iranischen Intellektualität des 20. Jahrhunderts. Ja. Und ich finde das ein absolut fabelhaftes Buch. Und wenn es nicht Iran beträfe, sondern irgendwas anderes, dann würde ich sagen, ja, das verdient es, immer wieder aufgelegt zu werden, weil es auch spannend ist. Ja? Und vielleicht findet man das Buch noch in der Bücherei, vielleicht? Gibt's, ja, ja. Es gibt, man kann es jetzt bei Amazon und über Internet und so, gibt's das und in Büchern muss es, also in Büchereien, das gibt's überall. Also man kann, wenn es darauf ankommt, der Mantel des Propheten, ja, ist das Buch. Danke für deine Zeit und deine Faszination, Bernd.